Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, was das hier ist. Es ist ein riesengroßes Überraschungsei. Nein, es ist noch nicht Ostern. Dieses Ei ist komplett mit Play-Doh-Knete überzogen. Man kann das hier auch eindrücken, wie man will. Das ist ganz weich von außen. Und ich frage mich jetzt, was da drin ist. Wenn ihr wissen wollt, was drin ist, dann bleibt einfach dran. Wir machen die Knete jetzt einfach ab, um zu schauen, ob wir dann an das Innere rankommen. Das müssen ja wirklich 20 Play-Doh-Dosen oder so sein, die hierfür verwendet wurden. So. Oh, es geht ziemlich schwer auf. Oh, jetzt haben wir es auf. Und was ist drin? Irgendetwas Braunes. Es ist ein Emoji-Kissen in Form von einem Haufen Code. Also wer sich da diesen Spaß erlaubt hat mit mir, wir packen das jetzt einfach mal aus. Also es ist wirklich ein Kissen in Form von einem Haufen, ihr wisst schon was, würde ich sagen. Mit einem Smiley und einem hämischen Grinsen, würde ich sagen. Die Augen sind weit aufgerissen, die Form ist unverkennbar zu erkennen. Und hier kommt auch schon das Füllmaterial raus. In dem Überraschungsei war dieses Kissen hier drin. Es fühlt sich ganz flauschig an, ist wirklich auch ziemlich groß. Deshalb auch so ein großes Überraschungsei. Aber wie soll ich das jetzt deuten? Ein Kissen in Form von einem Haufen Scheiße, darf man nicht sagen, ich weiß. Ja, auf jeden Fall ganz witzig und ganz nett. Man kann auf jeden Fall drüber lachen, würde ich sagen. Die sind ja auch total beliebt in irgendwelchen Chats, bei WhatsApp oder was auch immer. Ob man darauf gut schlafen kann, das weiß ich nicht, aber man hat auf jeden Fall wahrscheinlich gute Laune, sobald man dieses Kissen sieht. Vielleicht habt ihr selber solche Emoji-Kissens, da gibt es ja noch ganz viele andere, diese gelben Smileys. Schreibt es mir einfach in die Kommentare und vielleicht auch, welches euer Lieblings-Emoji ist. Dieses ist definitiv nicht mein Emoji-Lieblings-Symbol. Das ist einfach nur Quatsch. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen hoch, hinterlasst mir einen netten Kommentar und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!